Ja, Passwortmanager unterscheiden sich darin, wo die Passwörter gespeichert werden und wie der Zugriff darauf funktioniert. Beginnen wir zuerst mit Passwortmanagern, die als Cloud-Dienst angeboten werden. Das heißt, bei dem du deine Passwörter bei einem Anbieter eines Webdienstes verwalten kannst. Die Passwörter werden dort bei, wenn es seriöse Anbieter sind, natürlich verschlüsselt gespeichert. Ein Beispiel für so eine Software ist der bekannte Passwortmanager LastPass. Man klickt sich bei dem Anbieter einen Account, wodurch eine Art Tresor für deine Passwörter erstellt wird. Und damit du ihn nutzen kannst, musst du dir noch ein Plugin für den Browser installieren, wodurch die Verbindung mit dem Tresor hergestellt wird. Brauchst du Zugangsdaten aus deinem Tresor, musst du natürlich dein Masterpasswort für den Tresor bei dem Anbieter eingeben. So ein Cloud-Dienst ist sehr praktisch, denn wenn du zum Beispiel weitere Geräte nutzt, einen Rechner zu Hause, einen Rechner bei der Arbeit oder ähnliches, über die du dich bei Webdiensten einloggen möchtest, kannst du einfach von dort auf den Cloud-Dienst mit deinem Tresor zugreifen. Allerdings sind solche Online-Dienste für Passwortmanager natürlich ein interessantes Angriffsziel. Sei dir also klar darüber, dass du mit der Nutzung eines solchen Dienstes deine Passwörter in fremde Hände gibst. Du musst also diesem Dienst sehr stark vertrauen, dass er zum einen selbst kein böswilliges Interesse an deinen Passwörtern hat und dass er alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen zur Absicherung des Dienstes auch vornimmt. Ja, dann gibt es noch eine andere Variante von Passwortmanagern und das sind solche, die die gespeicherten Passwörter auf deinem eigenen Gerät hinterlegen und damit nur von dort aus auch zugreifbar sind. Also die Passwörter liegen nicht in einer Cloud. Ein Beispiel für diese Art ist die Software KeePass. Sobald du Zugangsdaten für eine Website brauchst, greifst du dann lokal auf deinen Passwortmanager zu, der deine Passwörter wie in einem Tresor auch wieder speichert. Rufst du ihn auf, also willst du an Zugangsdaten heran, musst du auch hier dein Masterpasswort für diesen Manager eingeben. Nutzt du Anwendungen und Dienste von verschiedenen Computern und willst so eine Art von Passwortmanager benutzen, musst du auf jedem deiner Geräte deine Passwörter getrennt managen und bei neuen oder geänderten Zugangsdaten diese auf allen Geräten aktualisieren. Auch wenn dies umständlicher erscheint, so hast du mit dieser Art Passwortmanager den Sicherheitsvorteil, dass du deine Passwörter keinem Dritten anvertrauen musst. Wenn du diesen Weg wählst, kannst du die Verwaltung von Passwörtern über mehrere Geräte hinweg wiederum auch vereinfachen, indem du die Datei, in der dein Manager die Passwörter speichert, auf einem vertrauenswürdigen Platz im Internet speicherst, auf den alle deine Geräte Zugriff haben. Und so ist es dann möglich, dass dein Passwortmanager auf verschiedenen Geräten auf die gleiche Passwortliste zugreifen und Änderungen oder neue Zugangsdaten nur einmal erfasst werden müssen, wie bei den Cloud-Diensten. Du solltest allerdings sicherstellen, dass die Passwörter auch hier verschlüsselt gespeichert werden. Außerdem kannst du die Passwortmanager bzw. deren Nutzung danach unterscheiden, ob die Manager dich automatisch mit den richtigen Zugangsdaten eines Webdienstes anmelden oder ob die Manager nur als besserer Notizzettel dienen. Im ersteren Fall sehe die Nutzung so aus, dass du jedes Mal, wenn du dich bei einem Webdienst anmeldest, lediglich das Masterpasswort deines Passwortmanagers eingibst. Und der Passwortmanager sorgt dann dafür, dass du mit deinen eigentlichen Anmeldedaten für den jeweiligen Webdienst eingeloggt wirst. Im zweiten Fall würdest du den Passwortmanager nutzen, um selbst deine korrekten Zugangsdaten für den jeweiligen Dienst herauszufinden, den du entweder über deinen Passwortmanager aufrufen kannst oder du kopierst die im Passwortmanager gespeicherten Daten in die Login-Felder im Browser. Von Browser-Passwortmanagern ist generell abzuraten. Zum einen speichern einige die Passwörter leider im Klartext.
Zum anderen sehen Sie keine Mechanismen vor, die einen dazu bringen, zum Beispiel hochwertige Passwörter zu wählen. Er hat ja auch keinen Einfluss auf die Vorgaben der jeweiligen Webanwendungen.